Hallihallo, da bin ich wieder. Ach ja, ich mache gerade Partyvorbereitungen für Januar. Juhu! Ja, und da bin ich fleißig dabei und bin am Düfte gießen, weil dieses Mal, ich bin so hibbelig, weil dieses Mal werden Männer an der Party mit teilnehmen. Ja! Ja, ich bin ja immer drauf und dran und suche auch für mein Team einen Mann, der bei Sensi mit einsteigt. Und ja, jetzt bin ich mal begeistert, dass jemand auch ein männlicher Teilnehmer an der Party dabei sein wird. Und deshalb gibt es vorab dann Schnupperpäckchen für Männer und für Frauen, damit das ein bisschen geteilt ist, ja, weil Männer haben doch meistens einen anderen Geschmack an maskulineren Düften wie die Frauen. Von daher gibt es dann einzelne Männerpäckchen. Und ich habe hier so drei Stück, drei Düfte schon mal als Männerpaket gepackt. Das wird er bekommen. Oder das werden Sie bekommen. Ja, Sie hört sich ja wieder so weiblich an. Da sind wir wieder beim Gender-Thema. Ah! Nein. Ja, und von daher verpacke ich hier meine Pröbchen. Habe natürlich gleich noch ein paar mehr gemacht, aber die liegen hier hinten. Im Übrigen seht ihr heute meine Großstecke, weil da hinten sieht es auch nicht viel besser aus. Also von daher bin ich gespannt. Für fünf Zuschauer, schreibt mal was. Mensch, Leute, begrüßt mich hier beim Abpacken meiner Duftpröbchen zu gucken. Hinterlasst mir mal ein Hallo, damit ich sehe, wer da ist. Traut euch ruhig. Ich kann gar nicht durch den Bildschirm beißen, geht gar nicht. Ja, ich habe heute wieder einen Schelm verschluckt. Ich bin sowas von müde. Ich habe morgen frei. Ich habe Urlaub. Ich habe einen Tag Urlaub und den werde ich genießen. Das verrate ich euch dann morgen. Und. Vielleicht habt ihr ja auch schon den anderen Post gesehen. Von mir. Morgen gibt's nochmal den allerletzten Sale in diesem Jahr. Mit bis zu 50%. Zu finden in der Schatztruhe. So, World Traveler ist fertig. Zack, zack. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Schnäppchen jagen. Warum habe ich hier eigentlich nur so zwei kleine Hack in the Max liegen? Zwei Stück. Also hier so. Ich habe viel mehr gegossen, aber nicht so große. Komisch. Habe ich wohl einen Fehler gemacht, weil da liegen viel mehr an den anderen Bars. Und wisst ihr, was ich mache? Diese Dinger sind sowas von fies, ja? Die sind so statisch aufgeladen. Ich habe mir hier neben so ein ganz langes Klebeband hingelegt. Oder hingehängt besser. Und da klebe ich die immer dran. Sehr, sehr praktisch, weil dann sind sie mir aus dem Weg. Hack in the Mack. Im Übrigen habe ich auf diesen Zetteln auch immer die Duftbeschreibung. Da steht: Hüllen Sie Ihr Heim und Herz in eine warme Kuscheldecke aus Schokolade, Haselnuss und Plätzchenteig ein. Ja, soll ich euch was verraten? Ich finde den ja so mega genial, weil der. Dieser Duft, der riecht nach Werthers Echte. Der riecht original nach Werthers Echte. Und ich mag den. Ich könnte mich da reinsetzen. Hat ihn auch dieses Jahr schon mehrmals in der Lampe, weil der ist auch in meinem Club-Abo drin. So. Hinterlasst mir wenigstens ein paar Herzchen oder so. Mann! Ich sehe gar nichts. Oder sehe ich nichts, weil ihr nichts schreibt? Oder sehe ich nichts, weil ich nichts sehen kann. Mach mal, gib mir mal Herzchen oder sowas. Ich sehe nichts. Ja, und ich bin auch morgen schon echt auf den Sale gespannt, was da so passieren wird, was sie diesmal drin haben und was wir diesmal shoppen können. Beim letzten habe ich nicht zugeschlagen, aber beim vorletzten dafür. So, wer errät, welcher Duft das ist? Wer errät's? Anhand der Farbe, ich habe schon mal gesagt, ich gehe zu wetten, das wäre bestimmt cool. Ich erkenne alle Sensi-Düfte an ihren Gerüchen. Das wäre doch eine coole Nummer, oder?
Ja. Gibt es bestimmt schon, oder? So. Hat jemand schon sowas eingereicht? Das wäre ja mega cool. Ja, das wäre gut. So, soll ich euch verraten, was es ist? Ich habe ja hier fast zwei baugleiche Etiketten, aber sind nicht baugleich. Und jetzt muss ich dann doch nochmal. Ha, ja, ich habe es richtig. Bevor ich dann das falsche Etikett auf das Duftpröbchen, wobei das ist ja schon kein Pröbchen mehr, das ist ja schon eine Megaprobe, draufklebe. Das ist Blue Grotto. Blue Grotto hat eine lange Duftbeschreibung. Wenn ihr möchtet, lese ich es euch vor. Entfliehen Sie dem Alltag mit frischen tropischen Noten, süßem Zitrus und duftenden Pflanzenextrakten in Blue Grotto, unserer neuesten saisonalen Sensation. Wobei saisonal, ja, aber der ist jetzt schon ganz lange dabei. Mhm. So, den lege ich mir hier oben hin, damit ich hier nicht durcheinander komme. Und ich habe noch einen, den ich abgießen muss. Noch einen Duft für diese Party. Bin immer noch nicht fertig mit den Proben vergießen. Vergießen ist gut, schütt ja nichts daneben, aber... Ja, ach Kinas, ich bin so was von urlaubsreif und wir sind ja zu viert in der Familie und zwei davon sind echt krank. Ja, der eine kotzt, der andere hat Grippe. Und ja, von daher freue ich mich auf morgen meinen Austag, der dann kommen wird. Und bin gespannt, ob das, was ich vorhabe, mir so gelingen wird, weil mir ist ja die Brille kaputt gegangen, schon die zweite. Ich habe innerhalb von ein paar Wochen zwei Brillen kaputt gemacht. Und ich möchte gerne morgen ein bisschen Brillen gucken gehen, ob mir eine gefällt. Und wenn mir eine gefällt, wie teuer der Spaß dann werden wird. Aber ich kann ja so ein bisschen von meinem Sensi-Konto runternehmen, von daher... müsste das eigentlich machbar sein. Wobei bei meiner Sehstärke, ich bin ja so blind wie ein Maulwurf. Entweder ich muss die nächste Zahlung von Sensi noch abwarten. Oder ja, ich guck mal, das normale Konto gibt es ja auch noch. Dann müssen wir da halt ein bisschen ran. Dann wird mein Weihnachtsgeschenk eben eine Brille für mich selber. Auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich bin, wie gesagt, sowas von. Ich habe ja minus 10 Dioptrien auf beiden Augen. So circa plus minus. Und das ist echt schon viel. Ohne Brille geht hier gar nichts. Also ich könnte euch nichts vorlesen. Ich könnte nichts sehen. Für mich ist es schon schwierig, hier in diesem Abstand was zu lesen, falls ihr was schreiben würdet. Aber ich glaube, ich sehe das heute leider gar nicht, falls ihr was schreibt. Weil es floppt nichts auf. Ja, und von daher bin ich echt gespannt, wie das jetzt sich morgen entwickelt und was es... Es gibt ja ständig neue Sachen. Es gibt jetzt einen Blaufilter für Brillen, passend zu meiner Haarfarbe im Übrigen, wie immer, gell? Der Hinweis. Weil es schreiben mich so viele Leute an, dass sie diese Haarfarbe so toll finden. Ich so, das ist doch nur Oma, lila, blau. Nein, die ist echt total super. Naja, mache ich selber, kann ich dir verraten, wie es geht. Ja. Und ja, von daher mit Brille mit Blaufilter. Also wenn man viel am PC sitzt, kann man sich das wohl aussuchen, dass man da auch noch so einen Blaufilter. Das mit dem Entspiegeln finde ich super. Also da habe ich auch die höchste Stufe mit dem entspiegelten Gläsern. Das hilft mir, das ist gut. Und da bin ich echt gespannt, was es dann auch morgen für neue Sachen geben wird. Hallo Edith, jetzt sehe ich jemanden, der es an mir zusieht. Hinterlass mir mal ein Herzchen, damit ich merke, ob jemand, ob ich das lesen kann. Weil die ganze Zeit ist es so ruhig und es sind so viele Zuschauer da gewesen. Und ich war total verunsichert. Ich packe Duftpröbchen hier ab.
Für eine Party. Und auf der Party machen wir noch ein Spiel, habe ich mir überlegt. Das wird dann auch lustig. Und auf die freue ich mich schon ganz dolle. Bin gespannt, wie das so wird. So, und jetzt sind meine Brötchen fast am Ende, aber ich habe da drüben noch Nachschub. Ja, ich sehe was. Ja. Ich freue mich immer wie so ein kleines Kind. So, ja. Das hat mich jetzt die ganze Zeit echt verunsichert, dass keiner da war, der irgendwas geschrieben hat oder irgendwas gesagt hat. Und jetzt sehe ich ein gefällt mir Zeichen. Wunderbar, herrlich. Ja. So. Und dann habe ich das auch gleich. Ich hole auch gleich die neue Form rüber, damit ihr das dann auch sehen könnt, weil es hat eine andere Form als die Bars. Die sind kleiner und die kommen in die Schnupperpakete. Und die Schnupperpakete haben mehr Duftauswahl bei mir und sind dafür aber in den Duftproben ein bisschen kleiner. Aber ist mehr drin. Weil wenn man eine Party macht, langt ja schon mal allein die Vorstellung, was Sensi überhaupt sein kann und wie es duften kann. Und da reichen 3 bis 5 und in den anderen Schnupperpaketen. Wer Sensi noch nicht kennt, kann sich ja bei mir immer ein Schnupperpaket sichern. Und ja, von daher bin ich dann so kulant. Packt da echt ganz viele Sachen rein, damit man sich da wirklich alles drunter vorstellen kann. Und später kann man sich ja dann immer noch die Dufttasche ausleihen. So, jetzt kommen die anderen Duftproben. Achtung, Achtung. Uiuiuiui. So, schaut mal hier, so sieht das aus. Da ist ganz viel Hack im Markt mit bei. Die hole ich jetzt auch raus. Vorhin kam ja schon beim TikTok machen, kam mir auch schon ein ups, genau, so ungefähr ein Duft entgegengesprungen. Ich muss das irgendwie anders machen. Ich habe hier echt zu wenig Platz. Ich habe immer zu wenig Platz. Ich schimpf immer ganz dolle. So. Erzählt mal, wie es euch da draußen so geht. Seid ihr schon super in Weihnachtsstimmung? Ich wollte heute eigentlich meinen Weihnachtsbaum aufbauen. Ja, war dann nichts oder es gibt eine Nacht- und Nebelaktion noch, wenn die Kinder dann im Bett sind. Aber eigentlich wollen die mithelfen. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mit den Farben nicht durcheinander komme, weil die sind ja schon relativ gleich in der Farbe. Aber ich habe ja hier meine Vorlagen. Ja, Weihnachtsbaum. Wer hat ihn schon aufgestellt? Blinkt er schon? Bei mir ums Haus rum blinkt es schon dolle und super. Aber meine Fensterbank, ich habe so eine breite Fensterbank, da passen ganz viele Duftlampen drauf. Und da blinkt es schon. Und da ist auch schon alles aufgebaut. Aber mein Weihnachtsbaum noch nicht. Irgendwie. Ich habe auch noch nicht den richtigen Ort. Normalerweise hat das immer bei uns so im Wohnzimmer ums Eck gestanden, aber wir haben einen neuen Ofen, einen neuen Kamin. Und der wird sehr, sehr heiß. Und da ist der Weihnachtsbaum nebendran gar keine gute Idee und schon gar nicht, wenn er aus Plastik ist. So. Von daher bin ich echt noch ein bisschen ratlos. Vielleicht habe ich ihn auch deswegen nicht so aufgebaut. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Ach, Menno. Jo. Bei denen habe ich mir jetzt überlegt, die jetzt hier liegen. Ah, kurz rübergeschmissen. Die verpacke ich in andere Tütchen. Ich habe nämlich hier noch mehr. Ich habe hier so noch so Punkttütchen. Ich muss nur die richtigen finden. Hier so gepunktete. Und da kommen die dann rein. Das sieht dann auch immer ganz nett aus. Schaut mal, die sind so ein bisschen milchig. Und da packe ich dann immer ein so ein für die Schnupperpost. Und das ist jetzt Schakka. Schakka, Schakka, Schakka. Schakka, Schakka, sicher, Schakka, Schakka. Wartet mal. Nein, Quatsch, ich erzähle euch Mist, Mensch, Meier. Ich
verpacke hier die ganze Zeit Blue Grotto und erzähle euch was von Chaka. Chaka liegt da drüben und sieht noch so ähnlich aus. Der ist doch noch gar nicht gegossen, ich Hirn. Ja, also seht ihr, mein Urlaub ist recht verdient. Ich bin nämlich so mega durcheinander. Aber was soll's. Ja. So, und dann freue ich mich. Heute Abend haben wir ja als Berater die Möglichkeit, die Bring Back My Bar Düfte schon vorzubestellen, die ihr im Übrigen ab Januar bekommen könnt. Im Shop. Ab 1. Januar wird es die geben. Plus die Düfte, die nur im Club bestellbar sind. Das sind auch ganz tolle, besondere. Da freue ich mich auch schon drauf. Die können wir auch erst ab Januar shoppen als Berater. Aber die Bring Back My Bars kommen heute Abend für uns Berater schon. Und dann muss ich wieder ganz viele Duftproben machen und die an euch rausschicken. Und wer da was haben will von, der darf sich da auch gerne melden. Ganz klar. Und dann kann ich ihm die Auswahl zuschicken, weil so ungerochen für die Leute, die das noch nicht kennen, ist es immer schwierig. Deshalb biete ich das auch gerne immer an. Und ich hoffe, dass die so zwischen den Jahren eintrudeln, dass ich da noch richtig Gas geben kann, was das Gießen angeht von den Düften. Ja, denn ab nächstes Jahr gibt es ja auch eine Monatsduftlampe. Auf die freue ich mich auch schon. Die ist mega schön. Ich habe sie jetzt schon bei mehreren Beraterinnen, die schon sie haben, gesehen. Meine ist noch in Anlieferung und da freue ich mich auch schon ganz arg drauf, wie die denn sein wird. Und ja, ich glaube, die ist echt der Kracher. Die Duftlampe des Monats wird es ab Januar dann geben. Juhu! So, und ihr seht, ich bin also noch eine Weile hier beschäftigt, bis ich hier so alle Düfte verpackt habe. Und ja, was fällt mir sonst noch so zu ein? Lasst mich kurz überlegen. Mein Urlaub. Ja, ich habe eigentlich Urlaub auch noch ein bisschen nächste Woche. Mir stehen auch schon wieder die Haare zu Berge. Eieieiei. Dann war ich heute Post wegbringen. Gestern habe ich Dufttestertaschen ausgefahren in die Nähe von hier. Die Nähe von hier ist auch tolles Deutsch. Ja, und hab zwei Kundinnen Dufttestertaschen vorbeigebracht. Da bin ich dann auf die Rückmeldungen gespannt und die eine hat sich schon gemeldet und hat gesagt, boah, riecht das alles so toll, das gibt's ja gar nicht und so intensiv, das kann ja gar nicht sein. So, doch, hast du es doch gerade an deiner Nase dran. Oh ja, oh, sie weiß ja gar nicht und sie hat die Duftliste schon angekreuzt und es sind so viele Düfte, die sie mag. Und ach ja, und dann sag ich, ja, das ist halt Sensi. Das ist so schön, dass es dich freut und dass du so begeistert bist. Und ja, es freut mich dann immer, wenn die Leute dann schon so vor Begeisterung sprudeln und dabei sind. Und das ist schön zu sehen. Ich bin ja genauso. Ich bin ja so, ja, gib mir, gib mir. Ich kann auch nicht genug davon bekommen. Es ist echt toll. So, höchste Konzentrationsstufe. Manchmal reißen diese Tütchen nämlich auch so aus, wenn man da so Düfte einpackt. Und jetzt muss ich kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, es bleibt ein Sticker über. Das ist nicht schlimm. Besser einer zu viel als einer zu wenig. Beziehungsweise ich habe da so eine kleine Duftprobe noch gegossen. So, manchmal bleibt ja so ein Rest über und dann packe ich den da auch noch mit zu. Und Blue Grotto packe ich jetzt mit euch hier noch fertig. Ups. Könnt ihr meinen Berg sehen? Guckt mal hier. Da ist überall Unrat auf dem Tisch. Und ganz viele Duftproben auf dem Tisch. So. Essen kochen muss ich im Übrigen heute auch noch. Ich habe mich dazu entschlossen, wir haben ja eigentlich HelloFresh im Moment wieder. Aber ich bin heute sowas von faul. Es wird
Gnocchi geben. Gnocchi wird es geben mit Soße und ganz normale Gnocchis. Und es wird Gnocchis mit Rote Beete geben. Die liebe ich. Die finde ich echt schön. Und es ist nochmal so eine Auflockerung im Essen. So farblicher Akzent. Und dazu wird es Salat geben. Da hatte ich heute echt Lust drauf und dachte so, Vitamine tun der kränkelnden Familie relativ gut. Und dann gibt es noch einen Salat dazu. Und weil ich so faul war, wollte ich keine Soße machen. Normalerweise mache ich so Soße mit Thermomix. Und wollte aber keine ganz große Flasche machen diesmal. Und habe gesagt, so, heute gönne ich es mir. Heute kaufe ich auch eine leckere Fertigsoße, von der ich weiß, sie ist lecker. Und ich mag so Senfsoßen gerne im Salat und die liebe ich. Und da wird es heute eine Senfsoße zugeben. Was gibt es bei euch zu essen? Schreibt mal, was es bei euch zu essen gibt. Würde mich interessieren. So. Drei muss ich noch. Drei Päckchen muss ich noch. Und mein gebastelter Klebestreifen hier, der will schon nicht mehr. Da ist schon so viele Abziehtütenstreifen, wie man sie auch immer nennt. Ich glaube, den muss ich bald umdrehen, weil ich mache das immer doppelseitig. Und dann muss ich den einmal umdrehen, damit das funktioniert nachher, damit ich weiß, wo ich mit diesen Reststreifen hin soll. Wobei der da, der hat der? Doch, der hat. So. Da ist jetzt die Mini-Probe, die packe ich jetzt da auch noch mit rein. Und ja, noch ein Platz gefunden, wo der Teststreifen kleben bleiben kann. So, fast fertig, aber nur fast. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ja, so, also. Kleiner Reminder nochmal, denkt an den Sale morgen. Gell? Da bin ich gespannt. Ich werfe mich dann nachher in die Warteschleife für meine Bring Back My Bars. Ihr denkt noch an die wunderschöne Duftlampe. Da mache ich euch die Nase lang. Wenn ich sie habe, dann mache ich ein Live mit der. Jawohl, ja. Weil ich die so mega finde. Die Duftlampe des Monats Januar. Ab Januar übernehmen wir das Ganze von unseren amerikanischen Vorreitern. Die haben sie ja schon in Amerika schon lange, die Duftlampe des Monats. So. Puh. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut und ja, bleibt auf jeden Fall gesund. Wir sind es leider nicht mehr. Also ich schon noch, aber zwei meiner, ne? Ihr wisst. Liegen etwas flach. Deshalb werde ich jetzt Essen kochen, eine kurze Pause machen, weil ich kann mir das ja einteilen, wie ich möchte, wann ich möchte und wie ich es möchte und wie viel ich arbeite. Und das ist das Tolle daran. Von daher gehe ich jetzt Essen kochen und ja, ihr macht irgendwas anderes. Tschüss!